bei meiner 13. Persönlichkeiten meinen, ich sei verrückt. Sie lügen. Ich bin zurück wie damals. Ja, ich bin zurückgeblieben. Christoph, wer ist das? Ich stech den scheiß Wichser nieder. Ich bring mich um und ihr schreit: Nein, nicht schon wieder. Doch wie hart hab ich mich weggeschossen seit der Zeit im letzten Loch. Wart mal, vielleicht leb ich noch. Ich glaub, ich führ Elektroschock. Die Schwester klopft und sagt: Sie werden weggeschlossen, Schicht im Schacht. Zwei Zettel rausziehen. Eins, zwei. Und wen haben wir da? Tia gegen Main Mo! So, Tia, du wurdest als erster gezogen. Kopf oder Zahl? Kante? Dann nehmt euch erstmal ein Mic, Freunde, ja? Kopf, das hast du gesagt. Gut. Acht Takte Freestyle-Schlagabtausch über den Beat. DJ Pete. Die Beats können auch ein bisschen lauter hier oben sein, wa? Tür. Bisschen lauter die Beats hier auf der Bühne. Reverses. Maya Beats. Hier. Oh, hebt mal die Hände jetzt. Geiles Battle. Maya Beats, Alter. Yeah. 19 Jahre Eins, alt. 1, 2, 3, 4 und los geht's. Und los geht's. Alter, so ein Typ wie mich, den kann man gar nicht schocken. Wir sind in Kreuzberg, aber wer trägt noch die Hose in den Socken? Das ist bitte 1996. Wärst du ein Graffiti? Gier kommt und täubt dich. Ich bereue nichts. Ich bin der Beste hier. Ich bin zwiegespalten. Jetzt bin ich gerade der Beste Gier. Mainmo kommt wieder mal mit seiner lustigen Frisur. Er hat jetzt Muckis und eine miese Statur. Ja, Junge, Junge, Junge. Scheiße, Mann, ich bin da. Hose in den Socken, denn ich bin ein Ninja. Und kick dir die Kopf von den Schultern. Rap ist scheiße, deine eigene Schuld, Mann. Und wie gesagt, damit es nicht gehen könnte, bist du hier, damit deine Freunde zu dir gehen können. Deine Flows passen hier nicht rein, deswegen mach ich auch aus meinen Waffen einen Rhyme. Ich schieß das Tor und mach ein Salto wie Klose und wechsel von der Andy Möller in die Balotelli-Pose. Yo! Guck mal, das ist Rap-Musik. Du bist Feuer und Drogen, sag mal, ist das jetzt hier Crack-Musik? Mach mal mein Mic lauter und sein's leiser. Er hat die Windeln an, er ist ein Hosenscheißer. Main Mo, der kleine Psychopath. Du und ich, du bewegst dich grad auf ganz dünnem Draht. Ach was, das hört sich an wie ein Track oder Song. Wegen mir bist du die letzte Saison nicht gekommen. Du bist ne feige Sau, du hast dich versteckt. Und ich brachte hier den wirklichen Rap noch back. Du warst unterwegs und hast trotz der Pimmelnusse gerimt. Ich war da und hab Rap mit was Wissen vereint. Und was hast du gemacht? Rumgesessen und dabei wirklich deine besten Lines vergessen. Kein Problem, du warst letzte Saison bei Rapper Mittwoch irgendwie der überkrasse Don. Aber bitte, jetzt erinner dich doch mal, Main Mo, come on. Wer hat vor zwei Jahren bei Rapper Mittwoch am meisten die Krone bekommen? Ich bin der Champion und ließ dich nur ein bisschen spielen. Und du möchtest auf den Fame und auf mein gutes Aussehen schielen. Kein Problem, ich ließ dir ein bisschen diese Rolle. Dann kam ich am Ende der Saison und klappte dich wieder in die Tonne. Ach was, ich bin nicht wie Fischer. Ich brauch nicht mal spicken, Mann. Du denkst, ich wär ne Frau, weil du mich nicht ficken kannst. Junge, mal probier, was du kannst. Doch letztendlich geht es immer nur bei dir um den Schwanz. Du hast dein Gesicht auf dem Shirt, was mich nicht stört. Doch letztendlich bist du der, der mich nicht wirklich empört. Du bist ein Rapper, der das Wichtige vergessen hat. Deswegen bist du auch nicht besessen, Mann, du Hässlicher. Aus! Das war ein schönes, schönes Freestyle-Battle. Wenn MCs auf der Bühne sind, wird nicht geboot. Das ist Disrespekt. Und hier ist Respekt erstes Gebot. Sonst kann man gehen. Dankeschön. So,
Ladies and Gentlemen, das war ein sehr, sehr geiles erstes 8-Takte Freestyle-Schlagabtausch-Battle zwischen denen. Mal gucken, was die Zwischenrunde sagt. Ich möchte eure Hände sehen für diese erste Runde, für den MC auf meiner rechten Seite, der angefangen hat, für Gia. Licht! Ich will eure Hände sehen in dieser ersten Runde für den Freestyle von Main Mo. 1-0 für Gia. So, erste Runde 1-0 für Gia. Kommen wir zur zweiten Runde Text. Du musstest eben anfangen, Main Mo. Ein Text von dir. Es geht um geschriebene Lines, hört genau los, zu. Los, auch da hinten, Leute. Ich hab gehört, dass der Sound da hinten noch besser ist, Leute. Hände, kommt schon, Leute. Bisschen Action. Ihr könnt doch salutieren, macht, was ihr wollt, Mann. Also, seid frei. Smoke Weed baut an. Seid ein Teil dieses weltweiten Aufstands. Steh auf, fliege nach Belieben. Menschen kann man töten, doch Ideen nicht erschießen, hebt die Faust. Ey, sei bereit für das zu kämpfen, sei bereit für das zu sterben, was dein Leben lenkt und handelt. Sei auf deine Art extrem, sei ein Fehler im System, sei ein Freiheitsfanatiker im Kampf ums Überleben. Rap ist absolut, meine Leistung konstant. Ich punch die Lines ins Mic und das Mic durch die Wand. Es ist unsere Zeit gekommen, unser Jahrzehnt. Ich habe alles vorzutun, nur nicht unterzugehen. Es ist nicht einfach, Mann, keiner hat's gesagt. Jeden Tag hier aufzuwachen ist ein weiterer Schlag in das Gesicht, das wir verlieren. Es ist leichter gesagt als getan. Somit jeden Tag ein weiterer Schlag. Alle reden von Perspektiven ohne Gewalt. Doch ich stemme meine Fäuste auf den Boden geballt. Ohne Kohle wirst du hier nur mit den Drogen so alt. Es gibt so viele Aggressionen wie Atome im All. Alle reden von Perspektiven ohne Gewalt. Doch ich stemme meine Fäuste auf den Boden geballt. Ohne Kohle wirst du hier nur mit den Drogen so alt. Es gibt so viele Aggressionen wie Atome im All. Schöner Text von Main Mo. Sehr, sehr schön. Nun kommen wir zum Text von Gia. DJ Pete. 10 Jahre ist es her, Alter. Erstes Battle vor 10 Jahren. Ich erzähle euch ein bisschen meine Geschichte, ja? Die passt zu dem Beat, Alter. Er ist ein bisschen oldschool. Also. 2002 Battle MC René und Leute fanden meine Lines wohl auch mehr als okay. Danach ging's so one-on-one, zeigte jedem was ich kann und die Savas DVD, oh mein Gott, und sie waren dran. Texte schreiben, Beats hören war nicht so mein Ding, deshalb freestyle ich mich durch und ich wohnte so zum King. Und kam zu Rap am Mittwoch nach 5 Jahren und musste wieder mal diese Siege einfahren. Johnny war erstaunt und Tierster zeigt Respekt und Main Mo, der Hund, hat meinen Arsch geleckt. Atzen Kalle ist kein Rapper und Pisek ist mein Freund und als er dann gewonnen hat, hab ich mich nicht gefreut. Alter, ich bin wieder da, der Publikumsmagnet, dieser Typ, der deiner Frau die Augen verdreht. Aber kein Problem, ich bin back am Mic wie 2002 und schrei ins Mic, denn ich bin hier, meine Story, und sie geht noch weiter. Blitzerbleiter. Schöner Text von Gia. Es war auf jeden Fall, ich habe aufgepasst, da war es auf jeden Fall alles Text auf jeden Fall. Und das ist auch schon cool so. Freut mich auf jeden Fall, weil am Anfang hast du ja immer nie geschrieben und jetzt schreibst du Text, das finde ich richtig geil, Alter. Deswegen erstmal mach mal leer für diese beiden Texte von den beiden MCs hier. So. Ich frage nun eure Entscheidung, wenn es irgendwie undeutlich aussehen sollte oder man nicht genau sehen kann, für wen es irgendwie richtig ist, dann würde es für den Hinterliegenden gewertet, dann würde es 1-1 stehen und wir kommen zu einem A Cappella, okay? So, ich möchte eure Hände sehen für den MC auf meiner rechten Seite für den Text von Main Mo! Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für den Text von Gia! Ich habe Main Mo mehr gesehen, aber die Lautstärke war bei Gia, aber bei uns zählen die Hände. Es steht 1-1 und wir kommen zu einem AK. Feller. AK. Feller. Yes, ja. Geil, oder? So, wer durfte eben wählen die Münze? Main Mo, A Cappella, Kopf oder Tiger? Zahl. Kopf. Kopf. Du fängst an. Gia soll anfangen. Im Halbfinale gibt es bloß einen einzigen Schlagabtausch. Ja? Der geht bloß 1 Minute und deine Zeit läuft jetzt. Ich habe vorhin auf mein iPhone geguckt und dann auf einmal so Gewitter, Gewitter, Ashton Kutscher geschrieben bei Twitter, deine Mutter ist ein Twitter. Echt bitter. Ich hole mir erstmal einen Rittersport. Ich verlasse das Ding als Erster. Du gehst höchstens als Dritter fort. Ich sag kurz mal was Arrogantes, Aggressives, was euch nicht gefallen wird. Heil Hitler! Boah! Du
und deine Freundin, ihr seid echt glücklich zusammen. Aber wenn sie mich sieht, ihre Reaktion, sie wird schwach. Rest in peace, wie eine Waage bei Dirk Bach. Aber da passiert bei mir gar nichts, wenn die 100 Kilo Pummelfee in sich so einen Fummel zwängt, der hier viel zu eng ist, wie bei Dirk Bach bei der Moderation vom Dschungelcamp. Sie brauchen noch einen Sport-BH, weil bei ihr alles runterhängt. Nein, ich mach so eine Lines nicht, deshalb würde ich auch niemals sagen, dass Gia deine Mutter bangt. Main Mo, dein Text war besser, fresher, aber mein Freestyle nimmt dich auseinander. Ich hab gesehen, während wir die Saisonpause hatten, warst du bei McFit und hast trainiert mit einem Expander. Viele Milchshakes getrunken, die wurden dir serviert, aber ganz ehrlich, ich hab die mit meinem Sperma präpariert. Und deshalb wirst du jetzt auch erfolgreich hier in der Szene, denn ab sofort trägt Main Mo Gier seine Gene. Bald wächst ihm auch eine weniger krause Strähne. Oh mein Gott, Main Mo, du bist irgendwie ein bisschen am Verfaulen, aber ich nehme Frischfleisch, ich bin nicht so eine Hyäne. Ich nehme mich dir vor und nehme dich einfach wieder auseinander und weg vom Fleck. Keine Ahnung, Alter. Main Mo, you wanna ram with me? I'll break your neck. Schöne Runde von Gier. Main Mo, deine ausgedehnten eine Minute. Okay, Leute, er hat gute Witze, ich kann vor Lachen fast sterben, Mann. Ich find's gut, dass er damit so gut umgeht, dass er selber kein Vater werden kann. Aber, wie gesagt, ich treff immer die passende Lücke. Er fickt meine Mutter nur, weil er möchte, dass ich seine ficke. Aber, Main Mo produziert Charakterstücke mit dem Grasgeflüster. Ja, das ist es. Gegen deine Kraftausdrücke. Ich verursache eine Massenhysterie. Denn ich mache es nicht zum Beat. Ich bin ein Atze, der Platte macht. Und ich hasse MCs. Genau dich. Ich bin manchmal berauschend wie Rauschgift. Besoffen beim Auftritt, bevor du Trottel es aussprichst. Halt die Schnauze, bevor der Boss in deinem Haus ist. Während deiner Flatrate-Party feiere ich 56k, 56 eiskalte Kurze in den Hals, dir fehlen die Worte für den Kampf, deine Sorte kriege ich weich, denn du bist noch nicht so weit für einen Flug mit Warp-Geschwindigkeit, Junge. Aber merkst du, wie ich jeden Grund, jede Bedeutung deiner Antwort zunichte mache, weil ich gnadenlos kritisch alles nur im Namen der Geschichte mache und ich bin da halt absolut. Für alles, was bleibt. Wir sind umgezogen, weil wir dachten, dass du im Kalabasch bleibst. Schöne Runde von Main Mo. Übel, Alter. Mann, Alter. Er ist echt schwierig, ja? Ist echt schwierig. Die Entscheidung liegt in eurer Hand. Wer hier gewinnt, zieht ins Finale ein. So. Achtet genau auf das, was gespittet wurde. Denkt an das Potenzial, was in jedem MC steckt. Ich möchte eure Hände sehen für den MC auf meiner rechten Seite von dem, für das A Cappella von Gia. Habt ihr alle geguckt? Ich möchte eure Hände sehen für das A Cappella von Main Mo. Wir haben wieder einen Finalisten, Main Mo! So, Deutschland, kommen wir teilweise vielleicht auch zu einem vorgezogenen King-Finale, ja? Zwei unglaubliche Rekord-Kings. Gier gegen Main Mo im Halbfinale bei Rapper Mittwoch. Experte Mach One. Ja, bei euch war auf jeden Fall einiges los. Es ging hin und her. In der Freestyle-Runde hast du natürlich souverän gewonnen, obwohl eigentlich auch Main Mo sehr stark war. Und dann hast du gewonnen in der Textrunde. Es war auch sehr interessant. Wie war das, auf Main Mo zu treffen und auch so lange jetzt bei Rapper Mittwoch, Sommerpause und so? Wie war das überhaupt, wieder mit dabei zu sein? Das war ja meine letzte Begegnung bei Rapper Mittwoch, war ja gegen ihn. Genau. Und ich wusste schon, wenn er mich dann treffen wird, dass er auf jeden Fall, also diesmal hau ich Gier weg. Aber bei der Freestyle-Runde war ich mir auf jeden Fall sehr sicher so. Da bin ich mir einfach sicher, wenn es ums Freestyle geht. Mo ist ein krasser Gegner, aber er hat auf einmal irgendwie eine andere Sprache gesprochen während des Freestyles. Und da war mir dann klar, also die Freestyle-Runde, da bin ich selbst sicher so. Beim Text, wir wissen es als aufmerksame Rapper, Mittwoch-Zuhörer und Zuseher, bei ihm weiß man, da kommt immer ein sehr geiler Text, war diesmal auch sehr geil und dann kam bei dir so ein Text, das erwarten die Leute nicht. Gier ist bekannt als der absolute Freestyler.
Aber ich möchte erstmal zu deinem Text kommen. Der kam richtig gut an beim Publikum. Hast du das auch gemerkt? Ich habe selbst leider nicht. Ich war im Tunnelblick und habe es nur durchgezogen, weil normalerweise versuche ich im Battle einen kühlen Kopf zu bewahren. Es hat nicht geklappt, hat man in der Freestyle-Runde, sieht man das so richtig. Da sind so die Emotionen mit mir durchgegangen. Also es hat auf jeden Fall funktioniert, aber auch bei deinem Text muss ich sagen, so, da hat man gemerkt, viel mehr Flow, die Reime haben sich verbessert. Ich meine eigentlich, du schreibst noch nicht so lange Texte, kann man sagen, so bist echt mehr der pure Freestyler. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, würde ich weiter auf jeden Fall verfolgen. Und dann kamen wir zum A Cappella zwischen euch beiden. Was hast du da gesehen? Ganz kurz, ich muss noch mal kurz sagen, du hast ja in deinem Text auch gesagt, dass du eigentlich gar keinen Bock hast zu schreiben. Und also zu schreiben, weil du einfach ein Freestyler bist, man merkt es auch so und du bist ein krasser Freestyler. So. Bei ihm muss ich sagen, dass ich krass überrascht war, weil ich muss sagen, ich bin so, ich habe dir schon gesagt, ich hasse Freestyle. Das hier hat Spaß gemacht, das erste, das war das geilste Battle, was ich hier gesehen habe. Bei dir war geil zu sehen, dass du ein Freestyler bist, der auch geile Texte schreibt. So, ich hab's echt genossen, muss ich einfach sagen. So, aber ey, ich verstehe ihn ja genauso. Okay, was war jetzt? Jetzt kommen wir zum letzten Ding, das A-Cappella. Genau, A-Cappella. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, die waren beide krass, aber ey, am Ende war es doch, Mann, er war over. Einfach was waren denn noch so die Punchlines? Könnt ihr euch ein bisschen erinnern, so, was da noch durchs Volk ging? So? Meinst du jetzt in A Cappella? A Cappella, ja. Ich kann mich nur noch an seine Endline erinnern, dass, genau. dass er gesagt hat, so, wir sind umgezogen, weil wir dachten, dass du im Kalabash bleibst. Ja, Mann. Und man sieht natürlich immer wieder so den Anfangsvorteil. So. Einer beginnt, der andere rappt und dann mit so einer Endline. Da ist egal, was du vorher gerappt hast. Es war mies, es war gekillt. Somit hat er sich quasi, er hat sich gesteigert, so weißt du, er hat sich gesteigert. Ich mache im Freestyle, sein Text ist besser, A Cappella, boom. Zu Recht auf jeden Fall. Main Mo, diese gerade diese letzte enthaupende Punchline, wie kam die auf einmal zustande? Mein Bruder hat... Durch meine Gene. Meine Gene. Das ist lange vorbereitet. Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr sagen. Nein, mein Bruder hat mir gesagt, ein schlechter Text mit einem guten Ende ist besser als ein guter Text mit einem schlechten Ende. Mehr habe ich nicht gemacht. Tja, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal vor Augen halten. Guckt euch den Rest an. Denkt mal darüber. Zwei ziehen, beide rausholen. Hat jemand wirklich ein Handtuch, weil sie ist jetzt wirklich... Atzenkalle gegen George Midas! Atzenkalle, du wurdest als erster gezogen. Kopf oder? Kopf. Kopf. Okay. George Midas soll anfangen in diesem Halbfinale. Nein, ich fange an. Ah, okay. Atzenkalle soll anfangen in diesem Halbfinale. In der ersten Runde, 8 Takte Freestyle Schlagabtausch über den Beat. DJ Pete. Wie wär's das? Ich glaub Maya, Alter. Yeah! Mach mal wieder ein bisschen mehr für Maya Beats. Merkt euch sein schönes Gesicht, ja? Wann fängt der an? Wann fängt der Beat an? Yeah. Okay. Yo. Scheiße, bist du schlecht. Du bist nur im Halbfinale jetzt, weil dein Kumpel Fat Cap dich weiterkommen lässt. Kann doch nicht sein, du bist wack. Und Leute, du enttäuschst mich, denn du rappst immer noch wie 1999. Und jetzt wird der Punk geburnt, denn ehrlich, der klingt immer noch, als wenn er Fantas hört. Was will der Spaß denn hier? Ja, du kommst mit einem krassen Vierzeiler und Freestyler, aber da kommt nichts außer Justin Bieber und Jura studieren, ja. Und Chase, warte mal. Wir warten auf den Beat, weil das ist echt verwirrend. Ich soll hier mitzählen, Alter. Los geht's! Du hast recht, du bist ein scheiß Jurastudent. Ich bin saufen, fressen, ficken und Fußball gucken. Junge, halt dein Maul, du siehst irgendwie scheiße aus. Justin Bieber, das wär ein Kompliment. Ja, Mann, scheiße, wandern nicht nackt Bilder im Netz von ihm und seiner Braut. Ja, Mann, scheiße, du hast mir eingekaut. Okay. Eigentlich hattest du noch zwei. Warum soll ich auf der Stage hier mit Mühe rocken? Solche Leute sind der Grund, warum ich auf der Bühne kotze. Ja, und ehrlich, du bist mehr als wack. Du bist ehrlich schlecht und kannst nichts erzählen in deinen derben Raps. Yeah, wer bist du überhaupt? Ein lächerlicher Wack-Spaß. Der Typ, der seit 20 Jahren schlechteren Rap macht. Und ganz ehrlich, du kannst keine Punchlines kicken, denn du bist ganz beschissen und kannst nicht mal deine Schlampe ficken. Und Change! Er sagt, dass ich seit 20 Jahren schlecht war. Stimmt, ich rappe seit 6 Jahren.
Nein, seit ich 6 war. Junge, Alter, jetzt gibt's 6 Grad. Der Typ hat Abi mit 1,9. Ich weiß, dass ich das scheiße auf verklatscht. Denn ich hab Abi mit 1,8. Yo, Mann, scheiße, was ist das? Ich ficke dich, du hässliches Opfer. Mach dir erstmal einen Bonkopf klar. Change! Halt die Presse, du Mega-Faggot. Was ist das hier? Abitur-Streber-Battle? Spasten! Mir ist scheißegal, was die Spasten hier rappen. Dass ich Jura studiere, hätte ich fast schon vergessen. Du hässlicher Spaß, was denkst du dir? Dass du mit deinen vorgeschriebenen Freestyles hier jemanden imponierst? Nein, du reimst immer nur irgendwelche Beleidigungen und glaubst wirklich, du könntest damit weiterkommen. 1, 2 und Scheiß! Junge, du bist kein Hurensohn. Du bist nur ein Abiturensohn. Ja, witzig, witzig. Junge Mann, ich komme und geb's dir richtig spritzig. Ich bin wie Krebsgeschwüre gegen die Menschenwürde. Guck mich an, wenn aus dir mal ein Menschlein würde, würde es auf jeden Fall hässlich sein. So wie dein letzter Reim. Mach mal ein bisschen Lärm für dieses Battle hier. Was ist los, Berlin? Ich muss sagen, ihr habt es mir beide so schwer gemacht zu zählen. Du steigst mittendrin bei 1,3 ein, er endet auf 5,6. Ey, das ist der neue Style. Die zig Drums da drinne, Pete hat mir auch nicht geholfen, er weiß, dass ich schlecht zählen kann. So, es geht um diese erste Runde. Es war schon fast ein Akademiker-Battle. Ja, ne? Ja, also absolut. Das war schon eine Numerus-Clausus-Vergleiche und so, finde ich gut. Okay, Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für den MC, der angefangen hat in diesem Freestyle-Battle-Ding. Zeigt mir eure Hände für Arzenkalle. Sehr schön. Zeigt mir eure Hände für George Midas. 1-0 für Arzenkalle, das war ziemlich deutlich. Kommen wir zur zweiten Runde, Text. So, wer hat eben angefangen? Er, ne? George Midas, du fängst an mit deinem Text. Hört genau zu. Und bei Yo, hier kommt der Froggy. Beim Text dürft ihr die ganze Bühne benutzen, ja? Yo, mach ich. Okay, hier kommt der Froggy, Frog, Frog, Frog. Froschi, Froschi, was geht ab? Frosch, Bitch. Yo, yo, yo. Ich hab neuerdings Froschaugen. Deine Freundin bekommt Augen, weil sie eine räudige Potsau ist. Ihre Fotze ein Schrotthaufen. Ich fick und trickst, flickst in Rostlauben. Ich piss drin auf den Tisch und kotz draußen. Sie ist wie Tony Hawk, nur ein Trittbrettfahrer. Ich korrigiere mich, die Fotze ist ein Giftmülllager. Sie denkt, dass die Königin Amidala ist, weil sie ohne Schmink und Kleid schon immer ein Köterich war wie Jar Jar Binks. Ich geb ihr meinen abgekühlten Penis. Darf ich dir erzählen, dass die Warze übersät ist? Ja, man sieht es, sie hat chronische Gastritis. Es ist witzig, dass sie nach dem Po-Ficken verliebt ist. Frosch und Fliege, Kotorin, Ärzte und Kittel. Hey Kid, jetzt werden Werte vermittelt. Komm mit auf das Feld Erdbeeren pflücken. Gib mir den Kuss und ich werde zum Prinz. Ja, die widerliche Kröte gibt sich liederlich. Die Blöße mit den Fingern in der Möse deiner Mom. Zigeuner-Rita. Ich stech mit heißen Nadeln in Facettenaugen. Lass die Kassetten laufen, geh mal Tabletten kaufen. Biatch, heute gibt es Quark. An deinen Silikontitten sieht man die Naht. Wer würde sich schon freiwillig Plastik in die Brust stopfen? Hallo, wer ist da? Es ist Mr. Lusttropfen. Ich zeig dir, wo der Frosch die Locken hat. Ich scheiß die Wohnung voll und kotz dich an. Bäh, du bist nur ein abgefuckter Fliegenschiss. Deine Unkin-Lady sagte, dass es wahre Liebe ist. Sie knabbert es aber an meinem Froschenkel. Ich hab Froschgeschwister und Froschenkel. Schöner Text von George Midas. Deine Gedankenwelt will ich mal für einen Tag haben. Das ist sehr interessant, was da so passiert. Nun, der Text von Arzenkalle. Die ganze Bühne ist für dich. Du bist sauer, weil du noch immer keine Fotze wohnst. Das passiert, wenn man sich die Tipps von Dr. Sommer holt. Arzenkalle, der jetzt ja schon mehr Likes hat als die meisten Rapper, die er feiert. Ich stell Free Tapes ins Netz, mit Viren zersetzt. Die löschen alle Wack-MCs in deinem Musikordner weg. Ich bin enttäuscht von dieser Szene. Denn Leute wollen mich sehen, dabei wollte ich gar keinen Fame. Und dass hier nur noch Scheiß passiert, sieht man daran, dass Arzenkalle einfach einen Hype kreieren kann. Yo, du bist nur ein schlechter MC und deswegen wirst du von mir jetzt weggespielt. Wer hat kein bisschen Skill und einen Hype ausgelöst? Arzenkalle 2012. Die Szene ist scheiße und wir sehen die Beweise daran, dass man Arzenkalle 10-mal mehr hypte als Rapper, die es drauf haben. Scheiße, mein Text hat eine Aussage.
Wer hat kein bisschen Skill an 2012? Scheiß drauf, du wirst einfach gekillt. Schöner Text von Arzt und Kalle. So, ich glaube, wir haben jetzt ganz Deutschland bewiesen, dass den Takt treffen eine Sache von Training ist. Ja? 2 Jahre kann es dauern, aber es passiert. So, es ist wieder in eurer Hand. Momentan steht es 1-0 für Arzenkalle. Wenn es unentschieden oder so ähnlich aussehen sollte, wird es für den Hinterliegenden gewertet. Ich möchte eure Hände sehen für den Text von George Midas. Zeigt mir eure Hände. Zeigt mir eure Hände für Arzenkalle. Mehr ihn, ne? Was hast du gesehen? Arzenkalle? Wir sind hier auf der Bühne nicht ganz sicher. Wir fragen nochmal. Falls es Leute gab, die wieder ihre Hände in den Taschen gehabt haben, hört auf, Taschenbillard zu spielen. Ja? Hört auf. Ja? Nicht Taschenbillard. Lass den Kö mal für einen Augenblick beiseite. Hände hoch, entscheidet mit. Zeigt mir eure Hände für den Text von George Midas. Zeigt mir eure Hände für den Text von Arzenkalle. 1-1 und wir kommen zu einem AK. Sehr schön. Wer durfte eben die Münze entscheiden? Du, ne? Ja, ich glaube schon. So, Kopf. Gut. Juhu! Es gibt wieder nur einen einzigen Schlagabtausch mit einer ausgedehnten Minute. Arzenkalle soll anfangen. Es geht wieder hier um A Cappella. Hört genau zu. Seid mal jetzt alle ruhig. Hey. Auch ihr Superstars, seid mal jetzt bitte ruhig. Hey. Der Asiate. So laut. Los geht's. Psst. Yo, der fickt mich im Textbattle. Scheiße, wie peinlich. Das schafft er auch nur, weil er da 200 Lines kickt. Ich fick dich über den Haufen. Die besten Rapper sind doch sicher schon draußen. Kein Plan. Warum muss ich mit dem Kecko reden? Geh mal beiseite, ich will nur dem Fischer auf die Fresse geben. Und ey, ganz ehrlich, während zu mir alle kommen und sagen, ey, was du machst, finde ich cool, sagen sie zu dir nach dem Battle, naja, wenigstens hast du es versucht. Und der verdient auch 1000-mal mehr Respekt als ich. Es braucht viel mehr Mut, auf der Bühne zu battlen, wenn man so ein schlechter Rapper ist. Und check das Bild. Es gibt so viele Rapper und keiner, der mich interessiert. Kein Wunder, dass meine Scheiße so gut funktioniert. Ich mein, ey, du bist jetzt nicht gerade fresh und ich dachte früher immer, ich wäre schlecht. Und du hast dich in meinen Shit so verliebt, machst von mir ein Best-of und stellst fest, das ist ja die Diskografie. Ich leide an Schizophrenie, denke ständig, diese Arzenkalle, das ist ein sickes Genie, bis ich wieder feststelle, ach, ich bin der Typ. Klar. Und ich bin viel am Texten. Ich bin viel am Texten und muss dafür versprechen, ja, die Urananreicherung dient nur zu zivilen Zwecken. Kein Problem. Ja, und Spasten ohne Plan reden über Rap. Ich reg mich auf, wann's das gibt. Aber was soll man machen? Bushido macht ja jetzt auch Politik. Letzte Line. Ich, bin bei den Ladies bekannt als ihnen was Vorspieler. George Midas ist bei den Ladies bekannt als Deutschlands größter Korbkrieger. Schöne Runde von Arzenkalle. Ey, bitte Leute, wenn ihr unruhig seid, Mann, das bringt die Leute raus. Das ist wie beim Tennis, Mann, da hält man die Fresse. Oder wie beim Golf. Das sind Leute hier, die denken und die müssen sich ihre ganzen Parts merken und von Freestyles rein in Texte. Wenn ihr das nicht respektiert, dann seid ihr hier verkehrt. Ihr müsst es auf jeden Fall respektieren. Sind wir uns da einig? Also bitte ein bisschen ruhiger sein bei den A Cappella Parts. Dankeschön. So, deine 1,5 Minuten. Los geht's. Okay, hier kommt der Heslon. George Midas. Pass bloß auf, da reimt sich einiges drauf. Du singst Chorlieder. Ich bin der Army Chorlieder. Ich mach dich platt wie eine Tortilla. Junge. Midas aus der griechischen Mythologie. Ich ficke alles und jeden, ist meine übliche Philosophie.
Ich lade deine Freundin zu mir ein und gib ihr Nachhilfe in Sexualbiologie. Denn dein Penis ist und bleibt ein Fall für die Mikroskopie. Wenn er nicht so haarig wäre, würde ich dir im Battle meinen Arsch zeigen. Ich revidiere meine Aussage von eben. Sein Penis ist ein Elementarteilchen. Ich fletsch die Zähne, doch zum Beiten habe ich keinen Anlass, denn ich bin ausgefallen wie die Haare meines Vaters. Darf ich vorstellen? MC Wack. MC vollkommen Wack. MC der Inbegriff von Wack. So, ich mache die Kacke und packe nicht lange und gebe dir hier den Killerflow. Motherfucker, du kannst dir nichts machen, denn ich beite für dich auch noch Silbermond. Du bist das Wackste, was ich je gesehen hab. Es tut so gut, wenn du verlierst. Vergess das ganze Geld, solange du Scheiße frisst. Schöne Runde von George Midas. Mach mal ein bisschen Lärm für diese beiden MCs. So, wer hier gewinnt, zieht ins Finale ein gegen Main Mo. Ihr habt das auf eurer Hand, ihr könnt das entscheiden, wir sind demokratisch. Bitte, bitte, bitte macht alle mit, das muss ich auf jeden Fall jedem hier sagen so. Du hast eben angefangen, Atzenkalle. Zeigt mir eure Hände für das A Cappella von Atzenkalle. Zeigt mir eure Hände für das A Cappella von George Midas. Das sieht deutlich aus. Herzlich willkommen im Finale, George Midas. So, Deutschland. Ich wollte schon immer Sportmoderator werden und durch Rapper-Mittwoch kann ich das auch. Wir haben hier das Halbfinal-Battle. Ich glaube, was auch ziemlich kontrovers war, zwischen Atzenkalle, ja, unserem gehypten Star, gegen George Midas, ein Newcomer, von dem man viel erwarten kann. Und auch noch ein, kann man sagen, Internetstar, der Asiate, sollte jedem ein Begriff sein, der Hip-Hop verfolgt im Netz und überhaupt so. Das Halbfinale zwischen euch ging über 3 Runden. Wie war das für dich, auf Atzenkalle zu treffen, George Midas? Der ist ja auf jeden Fall immer, als würde man auf den Backstein beißen, so, weißt du, ich meine? Ja, war auf jeden Fall angenehmer als andere Gegner. Aber, naja, ich habe auf jeden Fall in der Freestyle-Runde nicht so viel gezeigt. Heute war generell nicht so viel Freestyle bei mir irgendwie. Aber ich habe es dann mit A Cappella auf jeden Fall gut reißen können. Und hat auf jeden Fall gut Spaß gemacht gegen Atzenkalle. Ich hätte ihn gerne mal schon im Battle gehabt. So. Wir hatten uns auch schon mal privat auf anderen Sessions gebattelt so, und hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht und deswegen. In der Freestyle-Runde lagst du ja dann mit 0-1 zurück. Und Atzenkalle hat da in der Freestyle-Runde auf jeden Fall fresh was gekickt. Wie war das für dich, Freestyle gegen ihn? Und danach hast du ja auch einen Text gebracht. Ja, unglaublicherweise habe ich manchmal auch einen Text gebracht. Wobei natürlich wieder keiner gemerkt hat, dass ich meinen Text voll verkackt habe. Ach, schon wieder. Und da auch wieder Freestyle drin war. Ja, aber scheiß drauf, Freestyle-Runde fand ich lustig so. Man konnte auf jeden Fall immer gut kontern so. Es ging hin und her eigentlich. Aber A Cappella so, habe ich mir dann schon bei der Losung gedacht, okay, wenn ich anfange und er gute letzte Lines setzt, dann ist eigentlich scheißegal, was ich mache, weil das Publikum sich die letzten Lines immer am meisten merkt. So. Und das ist dann, da dachte ich dann so, ja gut, das war jetzt irgendwie klar. So. Also der Asiate so, der weiß auch einiges über Battle Rap. Gerade mit dir hier am Start zu sein, du siehst, es ist live ein ganz anderes Ding als beispielsweise bei Video Battles, die ja natürlich auch eine hohe Competition haben und auf jeden Fall zu respektieren sind. Aber live, wie siehst du das? Wie siehst du das hier bei den Leuten? Also ich glaube nicht, dass ich der Sache gewachsen wäre. So. Also ich habe das auch mir öfters überlegt und respektiere die Künstler, Artists extrem. Finde das sehr faszinierend. Auch die Show, die sie bieten, ist Hammer. Ja, der Maxi, der Atzenkalle, der war heute ein bisschen, ne, bisschen aufgeregt, ne? Sagen wir mal, ein bisschen aufgeregt. Ja, und er war heute ein bisschen alles zerficken, ganz klar. Und ja, hat die ganze Show gemacht. Also ich fand auch euer A Cappella. Da war ich auch echt überrascht. So, ich dachte so, das ist fast ein Sure-Shot, weil man kennt ja Atzenkalle, er hat immer diese krassen Digger. Aber bei dir, George Midas, hat man auch gemerkt, so, du hast dich auch schon, finde ich, gesteigert von dem letzten A Cappella-Battle zu dem hier. Ich fand deine Performance souveräner und auch, ich finde, du hast
du hast deine Delivery auch auf jeden Fall weiter verbessert, so. Muss man auf jeden Fall sagen. Also mir wurde schon von vielerlei Stelle gesagt, dass ich mich immer steigere noch weiter. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also aufpassen. Wenn ich es schaffe, komme ich in 2 Wochen wieder. Unbedingt. Hab halt einige Verpflichtungen und so, aber wenn ich genug schreibe und das auch auswendig kann. War heute aber auf jeden Fall sehr souverän. Atzenkalle, apropos, weil da hat er das Stichwort gesagt, er kommt in 2 Wochen wieder. Wie ist es bei dir? Ich meine, sowas sitzt ja auch irgendwie, weißt du, so ein bisschen tief. Dann, weißt du, man denkt sich so, ey, weil jeder weiß so, dass du es drauf hast und so, weißt du? Ja, ja. Ja, das ist jetzt wie immer. Ich denke 2 Wochen darüber nach, ob ich jetzt mitmache beim nächsten Mal. Du hast oder ja sicherlich noch Parts, die du heute gar nicht gezeigt hast. Genau, richtig. Würdest du ja noch besser können. Die kann ich mir dann vielleicht endlich mal vernünftig auf die Platte schaffen. Und dann stelle ich wieder fest, scheiße, es wäre eigentlich doch cooler, wenn ich jetzt die letzten Wochen mal was Sinnvolles gemacht hätte. So. Dann in die Schule. Dann will ich eigentlich, ja, dann denke ich immer so, scheiße, was mache ich denn nun? Und am Ende bin ich so, beides nicht. Ich kann dann beides nicht. Nicht mitmachen kann ich nicht. Und ich kann auch nicht mitmachen. Also das Ding ist so, wenn du gerade sagst, was Sinnvolles machen. Atzenkalle hat heute beim Textpart gezeigt, dass er Flow hat. Und du hast auch, ich habe diesen Song von dir gehört mit diesem MC Baum und wie heißt der andere? Ja, Grüße an MC Baum und MC Wheelchair. Ja. Super Jungs. Haben wir einfach gesagt, lass uns auf den Dienstag treffen, ein bisschen was Sinnloses aufnehmen. Und das wurde ein super schönes Lied. Voll. So. Und er hat das auch produziert, super Beat. Und kann man sich mal anhören, wenn ihr es hören wollt, wie ich dann auch aufgenommenen Tracks auch. Mich hat das überrascht. Ich kenne auch die allerersten Parts, die du mal aufgenommen hast. Ja, ja, ja. Und das war wieder eine Steigerung. Und ich muss sagen, dieses Mal kann man definitiv sagen, hey, er trifft den Takt immer mehr und er kriegt Flow. Ja, das passiert dann manchmal, wenn man sich hinsetzt und das übt. Hat nur 2 Jahre gedauert, aber wir kriegen das hin. Ist noch Zeit. Guckt euch den Rest an. Okay.